Was ist Detritus? Detritus kommt generell von Pflanzen und Tieren. Es kann Kot von Tieren sein oder abgestorbene Pflanzen oder Tiere. Wie wichtig Detritus für die Gewässer ist, schauen wir uns mal genauer an. In einem Gewässer leben zum Beispiel Fische wie der Bitterling, die Groppe, die Bachforelle, das Bachneunauge oder das Moderlieschen. Fische wie das Moderlieschen müssen auch mal zur Toilette. Sie scheiden Kot aus, indem sich Stoffe befinden, die sie nicht verwertet haben. Der Kot sinkt dann langsam zu Boden. Dort angekommen, machen sich Kleinstorganismen wie Bakterien über den Kot her. Sie zerlegen den Kot in kleine Bestandteile. Die kleinen Bestandteile nennt man dann Detritus. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Abrieb. Der Detritus wird von bodenlebenden Tieren wie Bachflohkrebsen oder Wasserasseln gefressen und somit auch zerkleinert. Alle Zerkleinerer des Detritus heißen Destruenten. Die Destruenten leisten einen großen Beitrag für ein Gewässer. Durch die Zerkleinerung machen sie Stoffe, die im Kot noch vorhanden waren, für andere Tiere verwendbar. Denn so können sich vom Detritus beispielsweise auch die Querder ernähren. Sie leben im Sediment des Gewässerbodens. Denn dort finden sie besonders viel Detritus. Querder sind die Larven des Bachneunauges. Und Larven, wie die Querder, werden dann wieder von größeren Fischen wie der Groppe gefressen. Die Groppe gibt dann wieder Kot ab mit Stoffen, die sie nicht verwerten konnte. Somit entsteht ein Kreislauf. Und den nennt man auch Stoffkreislauf. Die Destruenten zerlegen jedoch nicht nur Kot. Sie kümmern sich auch um Holz, was in die Gewässer fällt, tote Tiere oder um Laub. Die Destruenten zerkleinern alles und stellen damit Stoffe für andere Bewohner eines Gewässers zur Verfügung, welche diese sonst nicht nutzen könnten. Die Destruenten und der Detritus sind also für ein Gewässer und seine Bewohner extrem wichtig. Sie sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Was ist Detritus? Das Material von Tier- und Pflanzenresten. Die Nahrung für viele Bewohner eines Gewässers. Er ist wichtig für die Nahrungskette eines Gewässers.